landesweite und weltweite Aktion zur Sphärenharmonisierung. Daniel Prinz schreibt in seinem Buch 2017, wenn das die Menschheit wüsste, über die bis 2025 geplante Reduzierung der Bevölkerung in Deutschland um 2/3. Impfungen, Krebs, Geschäfte und Chemtrails als Teil der Reduzierungsagenda für nutzlose Esser. Diplom-Ingenieur Majid Abdelaziz, Entwickler der Sphärenharmonieanlagen, begann schon im Jahr 2004 mit seinem Projekt der Wüstenbegrünung, auf die Kriegswaffe der gezielten Migration aufmerksam zu machen und eine grüne Welle mitten in der Sahara zum Auffangen dieser Ströme zu errichten. Was können wir gegen Chemtrails ausrichten? Wir müssen uns die Hoheit über unseren Himmel und unsere Atemluft endlich wiederholen. Da führt kein Weg daran vorbei. Es gibt Wege, wie wir die Vergiftung und Abdunklung unseres Himmels zumindest reduzieren und eindämmen können. Hierbei gilt ganz stark die Devise, je mehr mitmachen, umso effektiver unser Vorhaben. Denn hierbei macht das tatsächlich die Masse aus. Bei allen folgenden Methoden ist die ehrliche Absicht von Herzen ohne Ego-Gehabe und Profitgier wichtig, denn sonst werden sie keinen Erfolg haben. Eine technische Möglichkeit bietet der Einsatz von sogenannten Cloudbustern, Wolkenbrechern oder auch besser Himmelsakupunktur oder Sphärenharmonie genannt. Dazu schrieb Daniel Prinz über den Begründer des Desert Greening Projekts, Diplom-Ingenieur Majid Abdelaziz, in seinem Buch interessanterweise mit folgendem Projekt. In der algerischen Wüste hat er nur in wenigen Jahren das erschaffen, was die meisten nicht für möglich gehalten hätten. Er lässt es in der Wüste regnen. Doch das ist noch längst nicht alles. Ein Teil der Wüste hat er in nur 7 Jahren in eine grüne Oase verwandelt, wo jetzt Pflanzen, Sträucher und Bäume wachsen, eine richtige Vegetation mit eigenem Mikroklima, in dem sogar Gemüse und Obst und Bio-Qualität angebaut wird. Ein wahres Wunder. Auf der Webseite des Projekts erfahren wir mehr über sein Geheimnis. Zitat: Mit Hilfe von teils jahrtausendealtem Wissen, das heute durch die neuesten Erkenntnisse der Quanten-, Orgon- und Wirbelphysik bestätigt wird, gelingt es in Wüstengebieten, den immer gleichen blauen Himmel zu beleben und ein abwechslungsreiches Wettergeschehen anzuregen. Die Methoden gleichen der Behandlung eines Patienten, der eine starke Verspannung hat und mit einigen sehr bedacht gesetzten Akupunkturnadeln behandelt wird. Der Patient erholt sich und die Schulwissenschaft zieht skeptisch die Augenbrauen hoch. Die Atmosphäre erlebt eine Revitalisierung. Die Wissenschaft der Wüstenbegrünung gründet sich unter anderem auf die alten Wissenschaften des Feng Shui und der Geomantie. Wissenschaften, denen der Gedanke der Ganzheitlichkeit innewohnt. Der Cloudbuster als Stellvertreter des Elements Metall ist in diesem Denken nur eine Säule der integralen Umweltheilung. Erde, Wasser, Feuer, Bäume sind die anderen Elemente, mit denen gearbeitet wird. Desert Greening wendet bewährte Methoden der lebensenergetischen Aktivierung von Wasser, Boden und Pflanzen an. Das Zusammenwirken dieser Methoden bewirkt eine Wiederbelebung der Natur und das auch in Gegenden wie Wüsten, wo die natürlichen Lebensgrundlagen eigentlich weitestgehend nicht mehr vorhanden sind. Die zum Einsatz kommenden Cloudbuster sind auch imstand, über Himmelsakupunktur gezielt Chemtrails aufzulösen. Zitat Ende. Im Internet finden sich zwar auch Bauanleitungen zu einfachen Cloudbustern und kontraproduktiven, ja sogar schädlichen Chembustern. Die Richtigkeit und effiziente bzw. langfristige Wirkweise solcher Gerätschaften wagt man jedoch zu bezweifeln. Da werden Kristalle benutzt, bei denen nicht geprüft wird, ob sie energetisch überhaupt rein sind und nicht mit negativen Aspekten programmiert wurden und somit gegebenenfalls mehr Schaden als Nutzen bringen. Mit Majid Abdelaziz von Desert Greening können Kooperationen zum Bau von professionellen und funktionierenden Wetterharmonisierern geschlossen werden. In Zusammenarbeit mit dem Handwerksgenie Peter Kutschera entwickelte er einen Sphärenharmonisierer auch in einem kleinen Maßstab, welcher gerade für Eigenheimbesitzer interessant ist. Es erfordert ein großes Wissen, um diese Anlagen richtig zu bauen. Leider gibt es einige Nachbauten von Mini-Anlagen, die oft sehr preisgünstig angeboten werden, aber die gewünschte Wirkung nicht erzielen. Zum Teil erreicht man durch diese sogar eine negative Wirkung. Chemtrails – Fiktion oder Tatsache? Durch Geoengineering möchte man der Erderwärmung entgegenwirken.
Hierzu werden unter anderem mittels Flugzeugen kleinste Metallpartikel ausgebracht, welche die Sonnenstrahlen reflektieren und damit zur Abkühlung der Erde beitragen. Die Atmosphärenphysikerin der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, Frau Professor Lohmann, berichtet von Abgasmessungen am Züricher Flughafen. Deren Ergebnis weist darauf hin, dass durch diese Metalle wie Aluminium in die Atmosphäre ausgebracht werden. Seit über 10 Jahren wurde dies von Wissenschaftlern als absurd abgewiesen. Während diese Messung eindeutig eine Belastung der Menschheit und ihrer Umwelt mit Schwermetallen aufweist. Die komplette Dokumentation findest du in der Beschreibung verlinkt. Der Arzt Dr. Klinghardt klärt ebenfalls über Chemtrails und die mit ihnen ausgebrachten Neurotoxine auf, verbindet weitere Umwelteinflüsse miteinander und stellt folgende interessante Überlegungen an. Wenn man die Gesundheit der Menschheit kontrollieren und beeinflussen möchte, dann kann man die Nahrung mit Glyphosat bespritzen, die Luft mit Schwermetallen versetzen und den Impfstoffen Aluminium zusetzen. Durch diese Maßnahmen kann man konsequent über Neurotoxine eine Intelligenzminderung herbeiführen und die Menschheit langsam dezimieren. Benötigt werden hierfür dann lediglich noch bestimmte elektromagnetische Frequenzen, um bestimmte körpereigene Entgiftungsenzyme lahmzulegen. Genau diese Frequenzen werden über das Mobilfunknetz noch effizienter mittels 5G versendet. Ein Vortrag von Dr. Dietrich Klinghardt deckt in Bezug auf Chemtrails unter anderem auf, wie das Sprühgut hergestellt wird, woraus es besteht, welche Auswirkungen es auf Mensch und Natur haben kann, welche Unternehmen dahinter stecken und wie diese händeringend versuchen, sich und ihr Vorhaben mit fragwürdigen Methoden vor Kritik zu schützen. Der Link befindet sich ebenfalls in der Beschreibung. Wer die Nahrung kontrolliert, kontrolliert die Weltbevölkerung. Ein sogenannter Codex Alimentarius wurde von der Weltgesundheitsorganisation und Lebensmittel- und Landwirtschaftsorganisationen im Jahre 1963 gegründet. Die Bill und Melinda Gates Foundation ist bekanntermaßen mit 9,76% nach den USA der zweitgrößte Geldgeber der WHO. Diese sogenannte Verbraucherschutzorganisation besitzt eine unheimliche Macht und ihr offizielles Ziel ist es, den Handel mit unbedenklichen und verfälschten und ordnungsgemäß gekennzeichneten Lebensmitteln zu garantieren. 2016 wurde das heute nachgewiesene Kanzerogen Glyphosat der Firma Monsanto von der WHO als unbedenklich eingestuft. Konzerne wie Coca-Cola und Monsanto gründen, finanzieren und kontrollieren gemeinnützige Organisationen wie das International Life Science Institute, welche der Weltgesundheitsorganisation und der Lebensmittel- und Landwirtschaftsorganisation ihre Studien stellen, um den Codex Alimentarius zu definieren. So einfach bestimmt eine Handvoll Konzerne, was die Menschen weltweit essen dürfen. Bill Gates selber besitzt 500.000 Monsanto-Aktien im Wert von mehr als 23 Millionen Dollar und seine Stiftung unterstützt Impfpartnerschaften mit Pharmakonzernen. Impfstoffe, Arzneimittel, gentechnisch veränderte Organismen, Fortpflanzungskontrolle, Wettermanipulation, die globale Erwärmung. Diese und viele andere Initiativen der Gates-Stiftung haben den Anschein, der Welt zu dienen. In Wirklichkeit geht es jedoch vielmehr darum, die Weltbevölkerung unter Kontrolle zu bringen. Warum aber sind Nahrungskontrolle und Umwelteinflüsse so wichtig? Warum wird im Medizinstudium nicht ein Semester Ernährungswissenschaften gelehrt? Tauchen wir in das Gebiet der Epigenetik ein. Am Beispiel von Bienen wird eindrücklich deutlich, wie Umwelteinflüsse das Auslesen unserer DNA beeinflussen und regulieren können. Tausende werden zu Untertanen, nur eine wird Königin und nur sie ist fruchtbar. Der Unterschied zwischen Bienenköniginnen, die besonders groß sind und Eier legen können, und Arbeiterinnen, die unfruchtbar sind, ist ein Paradebeispiel dafür, welch großen Einfluss die Ernährung auf die Gene nimmt. So unterschiedlich Königinnen und Arbeiterinnen auch sind, ihr Erbgut ist identisch. Der Schlüssel zu dieser ungleichen Entwicklung der Bienen ist die Nahrung. Nur wenn eine Bienenlarve mit Gelee Royal gefüttert wird, schlüpft eine Königin. Bei den Arbeiterinnen werden gewisse Genabschnitte über sogenannte epigenetische Marker, Methylgruppen, ausgeschaltet.
Durch die vergiftete Nahrung wird das volle Genom gar nicht ausgelesen und das volle Potenzial nicht ausgeschöpft. Bei der Königin jedoch bleibt die volle DNA dank der Nahrung besser auslesbar und das natürlich vorhandene, das vollständige Genom der Biene kann somit ausgelesen werden. Die Ernährung beeinflusst aber nicht nur die Ausprägung des Phänotyps, sondern auch kognitive Prozesse im Gehirn, sprich sie steuert sogar die Intelligenz. Die Wissenschaft der Epigenetik zeigt, dass unser Erbgut aktiv veränderbar ist. Wir sind nicht Sklave unserer bei Geburt mitgegebenen Gene. Durch die Nahrungs- und Umweltgifte entstehen Umweltschäden in unserem Erbgut, sogenannte Epimutationen, welche bis in die vierte Generation hin verwertbar sind. Beispielsweise Unfruchtbarkeit. Glyphosat ist das weltweit am häufigsten gespritzte Unkrautvernichtungsmittel und führt als Umweltgift zu Schäden ganzer Generationen, besonders zu Erkrankungen der Hoden, der Eierstöcke und der Brustdrüse, sowie zu Fettleibigkeit. Links dazu findet ihr ebenfalls in der Beschreibung. Das Geheimnis der Veränderung ist, dass man sich mit all seiner Energie nicht darauf konzentriert, das Alte zu bekämpfen, sondern darauf, das Neue zu erbauen. Auf unten verlinkten Webseiten von Desert Greening, der integralen Umweltheilung und dem blauen Planeten werden die positiven Wirkungen von Majid Abdelaziz Sphärenharmonieanlagen eindrücklich aufgezeigt. Sie vereinen die wertvollen Erkenntnisse von Nikola Tesla, Wilhelm Reich, Viktor Schauberger, der heiligen Geometrie, Nassim Haramein und schaffen eine auf unsere heutigen geopolitischen und gesundheitlichen Bedrohungen erprobte Lösung. So wirkt die Sphärenharmonie. Chemtrails werden aufgelöst. Es kommt zur Anregung eines sanften Energieflusses zu natürlicher Wolkenbildung mit konsekutiven Regenfällen durch den Cloudbuster oder sogenannte Himmelsakupunktur. Es kommt zur Harmonisierung der Atmosphäre. Es kommt zu einer Harmonisierung und Heilung von Luft, Boden, Wasser und der Atmosphäre. Die Frequenz wird wieder natürlicher wie in den 60er Jahren. Alte Blockaden bei Menschen können sich so auflösen und Pflanzenwachstum wird gefördert. Ja, bei der Sphärenharmonieanlage in Tirol, bei der großen Käserei Planger, sieht man eindrücklich den sogenannten Urzeiteffekt anhand des dortigen Pflanzenwachstums. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Selbstbestimmtheit und Anti-Harp. Harp kann uns nicht mehr manipulieren oder negativ beeinflussen. Wir Menschen werden wieder wacher, bewusster und vor allen Dingen auch mutiger. Unsere Chakren werden wieder aktiviert und harmonisiert. Manipulative Mind-Control-Programme werden wirksam geblockt. Die große Sphärenharmonieanlage hat einen Wirkdurchmesser von bis zu 500 Kilometern. Trifft sie auf Schwingungen einer weiteren Anlage, arbeiten diese dann zusammen und verstärken sich gegenseitig. Drei kleine Sphärenharmonieanlagen, aufgestellt in einem Dreieck mit maximalem Abstand von 60 Kilometer, erzielen die gleiche Wirkung wie eine große Anlage. Liebe Leute in Deutschland, Österreich, der Schweiz und weltweit, hier sind mutige und herzensgute Leute, Unternehmen und Stiftungen aufgerufen, daran mitzuhelfen, ein solches Netz an Harmonisierern in unseren Ländern zu errichten. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Ob 5G, Chemtrails oder riesige Antennenanlagen wie HARP, Mensch, Tier und Umwelt sind heutzutage zahlreichen negativen Einflüssen und Manipulationen ausgesetzt. Während Chemtrails die Himmel vergiften und HARP ganze Flüsse und Seen austrocknet, bieten die Sphärenharmonieanlagen einen wirksamen Gegenpol. Aufgrund der brisanten weltpolitischen Lage ist es gerade jetzt wichtig, die Technik der Himmelsakupunktur und Sphärenharmonie zum Wohle der Menschheit und der Natur global einzusetzen und das weltweite Netzwerk auszubauen. In Algerien konnte ein ganzes Volk mit Hilfe dieser wertvollen Anlagen aus der Angst geholt und eine friedliche, noch nie dagewesene Revolution initiiert werden. Weshalb ist das so? In Algerien steht eine Sphärenharmonieanlage, welche wirkungsvoll vor der kognitiven Manipulation mittels elektromagnetischen Wellen schützt. Arte beschreibt in seinem Beitrag diesen Prozess sehr eindrücklich. Einen Link findest du ebenfalls in der Beschreibung. Helft mit!
Gemeinsam möchten wir die Luft von Schadstoffen wie Chemtrails reinigen und vor gefährlicher Strahlung wie Harp und 5G und Manipulation des menschlichen Geistes schützen, Natur und Lebewesen in Einklang bringen und unseren Teil für eine harmonische und friedvolle Welt beitragen. Bleiben Sie wach, gesund und bewusst. Was wählen Sie? Technokratie oder Naturgesetze? Sklaverei oder Freiheit? Gewalt oder ein friedvolles Miteinander? Die Macht, darüber zu entscheiden, liegt in Ihrem Herzen, das Handeln in Ihren Händen.